Zwei Eltern mit 7 Kindern wochenlang in Quarantäne. 24 Stunden aufeinander. Das macht müde und bietet Konfliktpotenzial. Ich habe echt keinen Bock mehr, echt auf Corona. Urlaub, das klingt doch gut. Wir waren da an der Ostsee schon mal und dann haben wir uns überlegt, das wäre schön, schön über Pfingsten. Ja, aber nicht alle. Und überhaupt kommt einiges anders als gedacht. Ein Haus in der Nähe von Oldenburg. Hier wohnen Sven, Thies, Till, Laura, Tom, Zwillingsschwester Josephine, Clara und Mama Arti mit Klaas. Die Kemeyers haben sich Mitte März in eine Art Quarantäne begeben. Freiwillig, um die Oma zu schützen, die zur Risikogruppe gehört. Mit dem Handy dokumentieren sie von Anfang an ihren Alltag. Nicht verbrennen. Ersten Zimtschnecken. Nein, Clara, das geht nicht. Zusammen schreiben sie strukturierte Tagespläne und lassen sich allerlei Dinge einfallen. Und unser bestelltes Trampolin ist da. Die Kinder sind begeistert. Am Anfang war ich auch wirklich noch hoch motiviert und es war auch eigentlich am Anfang echt eine ganz besondere, schöne Zeit auch, dass man ja so die Familienzeit so ein bisschen genießen konnte. Aber wenn selbst Spielplätze gesperrt sind, bleibt halt nur noch spazieren, spazieren und nochmal spazieren. Jeden Tag. Und trotzdem, in der Großfamilie wird zusammengehalten. Der große Bruder kümmert sich liebevoll um seine kleinen Geschwister. Ja, geht doch. Clara darf auch Papa in seinem heiligen Garten helfen. Den Baum, ja. Unten eine Wurzel. Bei so viel Action will man am Abend die Ruhe mit dem Partner genießen. Bei 7 Kindern ist das allerdings ambitioniert. Die Kinder sind im Bett, in meinem Zimmer. Ach, da kommt der erste schon wieder. Noch einer. Das zum Thema ist im Bett. Mama, kann ich bei Tom schlafen? Nein. Mann. Was willst du? Bei Tom schlafen. Der Ausnahmezustand zieht so allmählich Konsequenzen nach sich. Die Kinder sind genervt. Wie ist es hier zu Hause mit deinen Eltern die ganze Zeit, mit deinen Geschwistern? Nervig. Ich bin froh, wenn wieder Schule ist. Ist halt kacke. Und dann wird man auch noch ständig provoziert. Und Thies, wie geht's dir so? Super. Habe ich gehört, du willst zum Friseur? Wie waren die ersten Wochen für dich? Auch so entspannt wie für mich? Thies, wir sind jetzt Bros. Ja, der Papa stichelt schon gerne. Die Mama sieht mal wieder so gut aus. Ja, blöd. Irgendwie ist gerade die Luft raus. So schön das alles ist, dass wir auch Zeit für uns als Familie hatten. Sollte es jetzt noch 3, 4, 5, 6 Wochen so weitergehen, bin ich überfragt, wie das so wird. Neben dem Kinderbespaßen steht ja auch noch tägliche Hausarbeit an, auch an Karfreitag. Wenn Papa Sven sich das so anschaut, zieht er den Hut vor seiner Frau. Ich bin jetzt 14 Monate in Elternzeit, sehe jetzt auch wirklich, was Arti dann zu Hause leistet mit Haushalt, mit den Kindern, mit allem. Ich war halt vorher immer 8, 9 Stunden im Büro und bin dann nach Hause gekommen und habe quasi das Essen auf dem Tisch gehabt, ne? Und habe dann 2, 3 Stunden die Kinder gehabt und das war so mein Alltag. Und jetzt sehe ich halt, dass es halt doch anstrengend ist. Der 12. April. Hier ist schon was aufgebaut, denn heute ist Ostersonntag. Und es gibt Ostersachen. Komm, wie er sich freut! Oh, ich hab sehr schlecht geschlafen. Und? Freut ihr euch schon auf Eier suchen? Begeisterung! Beim Osterfrühstück herrscht nicht nur Einigkeit. Ich hab's nicht gesehen, was du gerade hast. Ich hab's nicht gesehen, weil du sagst, ich hol die Hobby, gib sie dir zurück. Ich hab da, du hast nichts gemacht.
Aber es ist schließlich Ostern. Clara hält schon mal nach versteckten Süßigkeiten. Die Friseure sind noch geschlossen. Jetzt nimmt Mama das Ganze in die Hand. Was soll das denn? Oh nein, nein, das geht nicht. Oh, das sieht so kacke aus. Nein, nicht hoch. Nur den Nacken so ein bisschen. Ja, ist doch schon. Oh. Mama, was machst du da? Wow. Noch eine klitzekleine Korrektur. Wow. Wow. Alter, komm weg. Voll in den Kopf gestochen hier. Die Osterferien sind zu Ende. Die sehnlichst erwartete Regierungserklärung bringt nur Ernüchterung. Ja, also für uns heißt das quasi, bis 4. Mai definitiv keine Schule. Mama scheint nicht sehr begeistert. Ja, Mami, Clara will in den Kindergarten. Und die anderen müssen echt zur Schule, die verdummen hier sonst ein bisschen. Die haben nicht so wirklich Motivation, hier zu Hause was zu machen. Immerhin bekommt Sven an der Schule noch 2 weitere Tablets. Denn ein Rechner für 5 schulpflichtige Kinder reicht nicht. Man versucht, die Situation mit Humor zu nehmen. Guten Morgen, Kinder. Jetzt wird die Küche halt mal zum Labor umfunktioniert. Das Wasser füllt sich. Wo? Das war doch gerade noch ganz unten. Das geht jetzt hoch. Ach, krass, Alter. Vergangene Woche Donnerstag. Zu Besuch bei Familie Kehmeier. Wie geht's euch denn? Ja, also uns geht's, glaube ich, nicht ganz, also uns geht's gut, aber mit Einschränkungen, würde ich sagen. Ja, also die Nächte sind schon sehr anstrengend im Moment. Das heißt, Klaas. Die Tage sind anstrengend. Ja, die Nächte aber auch. Die Tage sind anstrengend, die Nächte umso mehr. Das heißt, Schlaf ist im Moment Luxusgut. Der knapp 11 Monate alte Klaas versucht zu laufen. Jetzt lauf, komm. Lauf, komm. Ja, komm, 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 komm. Komm. Ah, Josi und Laura sind inzwischen 2 Tage pro Woche in der Schule. Die Jungs bekommen weiterhin ihre Aufgaben online. Jedes Kind hat sein eigenes Zimmer. Bei Till ist heute Englisch dran. Der 11-Jährige hat sich an die Situation gewöhnt. Währenddessen eine Etage drüber bei Tom. Clara natürlich mittendrin. Bei dem 10-Jährigen steht heute Schreibschrift auf dem Plan. Tom kann es kaum erwarten, endlich wieder in die Schule zu gehen. Sag mal ehrlich, wie gerne machst du denn Hausaufgaben freiwillig? Nicht richtig viel. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen so eine Respektsache ist, dass er von einer Lehrerin, wenn die sagt, mach jetzt die Aufgaben, macht das eher, als wenn ich es mache. Er lacht mich dann aus manchmal und du stehst dann nur hier und kochst innerlich. Der 14-jährige Thies hat seine Aufgaben schon fertig. Die Kinder dürfen sich mittlerweile mit einem Freund treffen. Thies verabredet sich fast täglich zum Tischtennisspielen. Denn das offizielle Training im Verein findet immer noch nicht statt. Also das ist eigentlich ganz schön, mal mit dir, mit einem Gleichaltrigen zusammen zu sein. Weil es ist einfach so, wenn ich zu Hause bin und mit meinen kleinen Geschwistern zusammen bin, dann ist das eher so, dass ich halt mit Abstand der Älteste bin und dann auch eher nicht so ist, dass ich mit denen spiele oder so. Und die spielen dann eher untereinander. Währenddessen nutzt Arti die wenigen ruhigen Minuten, um Klaas zu stillen. Die Großfamilienmama ist erschöpft. Der Alltag, der hat echt einem alles an Energie genommen, was man so hat oder auch nicht hatte. Ja, das war schon oft wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs, dass man wirklich nicht mehr wusste, wie man allen so gerecht werden soll. Um 13 Uhr kommen die Mädels aus der Schule. Sie sind gut gelaunt, denn über Pfingsten geht's an die Ostsee. Allerdings ist das Ferienhaus dort sehr klein. Deshalb fahren die Mädchen allein mit Papa Sven. Jetzt haben wir natürlich diese Corona-Zeit, wo wir wirklich 24 Stunden aufeinander hocken, seit Wochen.
Und dann haben wir uns jetzt irgendwann überlegt und haben gedacht, dass es dann hätte wirklich noch mehr geknallt, dass es noch mehr Streit gegeben hätte. Und dann haben wir uns einfach überlegt, haben gesagt, okay, wir ziehen das ein bisschen auseinander. Die Mädchen, ich fahre mit den Mädchen an die Ostsee und Arti macht hier mit den Jungs. Wie angespannt alle, vor allem Till und Tom, inzwischen sind, zeigt sich auch bei dem gemeinsamen Spielplatzbesuch am Nachmittag. Papa will mit den Jungs Basketball spielen, während die Mädels sich schon anderweitig beschäftigen. Till, er spielt zwei Klassen unter dir. Mach es nicht so aggressiv. Ich hab nichts aggressiv gemacht. Gut, dann hören wir gleich auf hier. Till, das war's für heute, ne? Gib mir den Ball her! Ja, komm, wir können noch spielen. Schatz, wir fahren gleich. Mama Arti kümmert sich derweil um Klaas und beobachtet das Ganze aus der Ferne. Also, mich schockiert das nicht mehr, aber mich nervt. Und meistens, wenn ich jetzt gerade nicht in der Situation bin, dann tue ich so, als ob ich es nicht gesehen habe, weil dann bin ich raus aus der Nummer. Aber wie das in der Großfamilie so ist, nach großem Theater rauft man sich auch wieder zusammen. Der nächste Morgen. Das Gepäck steht schon im Flur, aber erstmal soll gefrühstückt werden. Das vorerst letzte Mal alle zusammen. Die Stimmung ist gut, besonders bei den Mädchen. Auf den Strand. Ja. Und Strand. Ja. Und ich auch. Du auch, Clara? Auf dem Pferd. Mhm. Vor allen Dingen am Strand liegen, ne? Ja. Mama denkt sich, ja, Ostsee wäre schon schön. Ein bisschen neidisch bin ich schon. Ich würde jetzt auch gerne fahren. Und deswegen ist meine Laune gerade nicht die beste. Ich muss dazu sagen, es war Ihre Idee. Es war meine Idee, ja. Und meine Idee wird mir gerade zum Verhängnis, weil ich gerade schlechte Laune kriege über meine Idee. Genau. Während die einen im Flur hantieren, räumt Sven noch den Tisch ab. Nur Clara ist längst abfahrbereit. Clara, wo willst du hin? Wo willst du denn hin? Im Urlaub, ich will meine Sachen packen. Im Auto. Ja. Machen wir gleich, Mausi. Klar. Und das sind alles nur deine Spielsachen, ne? Ja. Ja, dann mal los. Auch Tom hilft dabei, alle Sachen im Auto zu verstauen. Wenn man nur mit der halben Familie fährt, ist ja wenigstens genug Platz. Ich darf nicht wegfahren. Platz bei mir? Doch. Schnell noch verabschieden. Küsschen hier. Küsschen da, Küsschen überall. Und dann ist es auch schon soweit. So, Kinder, jetzt geht's in Urlaub. Freut ihr euch schon? Ohne die Jungs? Das wird toll, ne? Dann ist da keine Ruhe. Dann haben wir endlich unsere Ruhe ein bisschen, ne? Von Oldenburg sind es knapp 4 Stunden bis ins Feriendorf an der Ostsee. Wir sind doch keine Streber. Mach den Ruf, Ruf, Ruf. Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Mach den Helikopter, mach den Flieger. Shadow, du warst eine Göttin für mich. Manchmal sahst du mich an. Und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. 14 Uhr. Endlich. Die Familie war vor 2 Jahren schon mal mit allen gemeinsam hier. Natürlich geht's direkt ans Wasser. Wie gut es sich hier aushalten lässt, soll natürlich auch die Mama zu Hause in Oldenburg sehen. Für Mama. Wir ärgern sie jetzt ein bisschen. Schön, mal gleich Mama. Laura, warte doch mal. Die Jüngste darf zuerst das Bett aussuchen, nach dem Alter. Clara. Jetzt auf, dann ist fertig. So, wer will wo schlafen? Ich schlafe hier. Ja, aber dann schlafe ich hier. Hier? Da, dann siehst du Laura. Dann kannst du Laura zugucken beim Schlafen. Nein, aber ich will hier. Gut, dann gehört das Zimmer dir. Ja. Gut. Viel Platz. Ein ungewohntes Luxusproblem. Wenn ich mir jetzt überlege, dass wenn wir wirklich hier mit zu 9 drin wären, gerade nach den ganzen letzten Wochen, gleich,
nach den ganzen letzten Wochen, das wäre schon, ich glaube, das wäre sehr hart geworden. Bevor sich hier alle entspannen können, muss aber erstmal das Auto ausgeladen werden. Laura, guck mal hier. Ist Mamas Portemonnaie oder was? Hm? Wir fahren jetzt aber nicht zurück. Wir fahren jetzt nicht zurück. Aber da müssen wir Mama gleich mal anrufen, dass sie ihr Portemonnaie noch drin hat. Nachher hat die gar kein Geld übers Wochenende. So, Gepäck gerecht verteilen. Das ist halt der Nachteil, wenn man alleine ist hier. Tja, die Mädchen tragen nur einmal Sachen zum Haus. Danach geht Papa allein. Seine Töchter helfen nicht. Es gab ja eine klare Ansage. Weil er es gesagt hat. 18 Uhr. Papa, reicht's für heute. Die Betten beziehen wir gleich noch fertig. Ich hab meins schon. Dann packe ich die Koffer weg, aber ihr könnt so lange auf den Spielplatz gehen. Aber ich bleibe jetzt auch ein bisschen in der Sonne. Ich habe nämlich auch keine Lust mehr. Okay? Ja. Der nächste Morgen. Alle haben Hunger und Papa macht wieder alles falsch. Nein, nicht so, Papa. Nicht so? Okay. Nach dem Frühstück erstmal schön ein bisschen Beauty. Papa ist total überfordert, denn das macht normalerweise Mama. Was ist das? Das ist Reinigungswasser. Ihr braucht doch kein Reinigungswasser. Doch, da ist ihr Gesicht schöner. Ja, nicht in die Haare. Nein. Nicht, dass es giftig ist. Oder so, ne? Das ist nicht giftig. Entfernt wirksam Make-up. Sie hat doch gar kein Make-up auf. Ist doch egal. Um 10.20 Uhr haben die Kinder sich zum Reiten eingetragen. Das heißt, anderthalb Stunden müssen noch überbrückt werden. Also noch mal schnell an den Strand. Im kalten Wasser ist Papa ganz vorne dabei. Aber wenn es um Pferde geht, verlässt ihn der Mut. Ja, oder ein bisschen Angst vielleicht. Ja, ich werde mal gucken, wie das gleich ist. Sonst übernimmt Arti den Part immer, weil sie ist selber Reiterin und die reitet schon seit sie Kind ist und ich überhaupt nicht. Also ich habe auch eine Pferdeallergie. Ich muss gleich noch irgendwie noch eine Tablette vorher nehmen und dann mal schauen, wie das wird. Die Kleinste kann es kaum erwarten. Laura! Laura! Komm mit hin! Schnell wieder ein Foto für Mama. Clara hat sich Smarty ausgesucht. Und auch Josi hat das Pferd bekommen, das sie sich gewünscht hat. Hey, hey, hey. Hi. Und Sven. Ich war letztes Mal auch mit der Kleinerin. Bevor es vorbei ist. Als ich. Und dann geht's los. Sven ist froh, dass er kein Pferd führen muss. Schöne Umgebung, glückliche Kinder, alles gut. Zumindest so lange, bis Marty etwas störrisch wird. Da wollte ich so ein bisschen abschütteln, glaube ich, gerade. Hat Clara ein bisschen Angst gekriegt? Nö, Angst nicht, eher ich, glaube ich. Aber es gibt ja Ersatz. Gestatten, Kobold. Der ist doch cool, guck mal. Da dürfen nicht so viel, aber meine Nichte ist auch so klein, die geht da auch mit drauf. Es geht sogar direkt am Wasser entlang. Kobold ist übrigens ausgewachsen. 75 cm hoch bei einem Bauchumfang von 145. Die Runde geht ohne Zwischenfälle zu Ende. Und siehe da. Danke. Ja, super. Hey, du? Ja, vor dir habe ich auch keine Angst. Pflicht erfüllt, denkt sich Papa. Jetzt endlich entspannen. Herrlich. Wäre da nicht. Ja? Papa? Ja? Urlaub haben hier wohl nur die Kinder.